So, Hallihallöchen, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Beam Me Up, Scotty. Beam NG Drive. So, wir sind hier wieder mit dem schönen X5, der jetzt wieder heile ist. Am Versuch, da hochzukommen, glaube ich. Ich muss da hoch. Ich fahre einfach mal langsam hoch. Und schräg. Denn es ist zwar ein Jeep, aber er hat ganz offensichtlich seine Probleme und nur Hinterradantrieb. Wo ist das Allrad? Frage ich mich da. Ja, wie? Und jetzt hängt er ganz fest, oder was? Nee, ja, so langsam. Ja, ja, ja. Ich glaube, ich bin hier ganz am anderen Ende von dieser Map. Boah. Ich habe keine Ahnung, wo jetzt genau dieser Jump-Ding ist. Und die Karre ist wieder kaputt. So. Okay. Oh, nicht doch. Was sind denn das hier für orangene Bäume? Und was sollen diese Kanten da drin? Oh. Okay, stopp. So. Jetzt versuche ich mal hier so hoch zu kommen. Ich hoffe, ich komme zwischen diesen orangefarbenen Bäumen durch. No material. Naja, anscheinend doch Material. Und bam! Denn wir kommen schließlich nicht drüber weg. Kann ich hier nicht irgendwie den Spawnpoint anders setzen? Also falls ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare. Ihr sollt mir ja sowieso was in die Kommentare schreiben, wenn ihr eh schon dabei seid, welches Fahrzeug ihr gern sehen wollt, was zerstört wird. Und auf welcher Strecke, dann könnt ihr auch gleich reinschreiben, falls ihr es wisst, wie ich Spawnpoints ändere. Ich kann es vielleicht auch mal ergoogeln. Aber ja, ich will gern, dass ihr mir Kommentare schreibt. Ein bisschen ein Feedback wäre nicht schlecht. So, weiter hoch komme ich nicht. Kein Sauerstoff mehr. Wo ist jetzt dieser Skyjump? Das ist komisch. Handbremse. Ah, ich glaube hier. Ja, das sieht gut aus. Jetzt muss ich nur noch dahin kommen. Aber ich weiß nicht, ob ich da zwischen den Bäumen durchkomme. Ich probiere es mal. Ich probiere es mal langsam. Langsam. Noch langsamer. Bam. So viel dazu. Mit der Karre kommt man wahrscheinlich nicht mal gescheit in die Tiefgarage rein. Oh nö, oder? Oh. Kein Allrad. Ich meine, normalerweise in echt hat der Allrad. Dann würden wir hier weiterkommen. Na komm schon. Grab dich raus. Los, los, los. Er gräbt sich nicht raus. R funktioniert auch nicht mehr. STG und R. Kommen wir wieder an den Start zurück, an den Startpunkt. Ne, auch nicht. Gut, dann machen wir mal die Gravitation aus, hat ja keinen Wert. Zero Gravity. Und wieder Erde. So. Achso. Okay, hat funktioniert. Ein Glück geht das hier. Denn ich habe schon versucht, irgendwie mit einer Taste wieder. Ah, gucke mal. Mit einer Taste wieder richtig an die. Ui, okay. An irgendeinen Punkt zu kommen, aber manchmal funktioniert es und manchmal funktioniert es nicht. Das ist sehr komisch. So, dann schaue ich mal den BMW mal den Berg hoch. Mal gucken, ob er da hochkommt. Das ist jetzt ja nun nicht so kantig. Mal gucken. Oh, er wird langsamer, er wird langsamer. Ich glaube, ich brauche ein bisschen mehr Schwung. Okay. Ich glaube, da hängt die Unterbodenverkleidung. Nein, das ist die Stoßstange. Und da geht's bergab. Gut, dann fahren wir halt mal rückwärts runter. Und mal drehen. Ui! Ah, das macht Spaß.
Was ist denn mit dem Vorderrad los? Was ist mit dir los, Vorderrad? Du wackelst ein bisschen arg in der Gegend rum. Upsala! Wie konnte das denn passieren? Huch. Habe ich da ein bisschen mich verlenkt? Boah, ist schon geil. Sieht schon gut aus. Und jetzt noch das Licht an. Klack, klack. Bevor ich jetzt hier aus der Map rausfall. Oh ja, das könnte nämlich passieren. So. Mache ich die Karre mal wieder gerad. Blub. Und jetzt mit Schwung den Berg hoch. Wird ja wohl zu schaffen sein. Okay, der ist auch sehr langsam für sein Modell. Muss ich mal noch eruieren, ob das an mir liegt oder ob das am Entwickler des Fahrzeugs liegt. Aber ich glaube nicht, dass die ihrem Lieblingsfahrzeug, das sie quasi entwickelt haben, da so einen langsamen Motor geben würden. Ich brauche ein anderes Fahrzeug, ich komme hier den Berg nicht hoch. So, bleibt er hier stehen? Gut, der bleibt hier stehen. Hat keinen Wert. Gut, Vehicles. Wir haben ja hier auch ein paar Standardfahrzeuge, die auch ganz gut abgehen. Okay, ich habe ein Fahrzeug gefunden, womit wir den Berg gut hochkommen. Jawohl. Ach, oh, der hat hier ganz viele Funktionen, sehe ich gerade. Guck mal, der fährt da den Berg hoch, als wäre es gar nichts. Mit Allrad, naja gut, ganz hoch kommt er dann auch nicht. Oh, das sieht aber nicht so gesund aus. Oh, das sieht auch nicht gesund aus. Okay, wieder hinstellen. Oi, oi, oi. Nicht doch, nicht doch, nicht doch. Handbremse, so. So, ich nehme jetzt immer den und fahre mit dem den Berg hoch. Ja, wie? Komme ich da jetzt auch nicht hoch, oder was? Na, vielleicht rückwärts. Ja, rückwärts scheint zu funktionieren. Oder komme ich da nicht weiter? Was ist da los? Ich komme da... Oh, oh. Bumpf. Oh nein. Jetzt geht's abwärts. Naja, was soll's. Geben wir mal Gas. Vielleicht. So, ich glaube, so schnell war noch kein Traktor der Welt. Und so kaputt, würde ich gleich sagen. Ja, so passiert's, wenn man mit einem Traktor eine Schanze, eine Sprungschanze runterfährt. Au, au, au. Der tut noch, der ist noch gut. Ein Traktor muss so aussehen. So, ja, ein Traktor muss so aussehen, definitiv. Gut, stellen wir mal hin. Ich will gucken, was der alles kann. Der rollt halt weiter. Und fällt um. Aber der hat jetzt einen anderen Sound. Interessant. So, fahren wir mal in Traktor-typisches Gebiet. So, mal angucken die Kiste. Case 2. Agrikultur. Ja, Licht. Haben wir am Start. Oh, und Zusatzbeleuchtung. Blinken kann man natürlich auch. Aber hier gibt es auch noch andere Sachen. Toggle Kabinenlights B. Oh, sehr nice. Da haben wir ja dann richtig viel Licht. Was haben wir noch? Tilt Up Back Hitch. Was? Back Hitch hier hinten. Muss ich dazu was drücken? Ich drücke doch U. Passiert nichts. Y.
Lower Down Baggage. Passiert auch nichts. G. Ah, G, Lower Down Baggage. Lift Up Baggage ist Y. Oder Z. Ja, Z, amerikanisch. Okay, cool. Können wir machen. Hier. Können wir hochlassen. Können wir runterlassen. Weiß zwar nicht wozu. Toggle Tool Trailer Funktion. Toggle Tool Trailer Funktion. Toggle Move Up. F5 und F6. Passiert nichts. Naja, gut. Ah ja, wie sieht denn der innen aus? Naja, gut, so wie ein Traktor halt aussieht, ne? Hier, Klimaanlage. Oh, da blinkt was. Ist das normal? Warum hat das da gerade geblinkt? Naja, keine Ahnung. So, wir sind in einem Traktor unterwegs und kommen immer noch nicht diesen verschissenen Berg hoch. Ist auch schon eine Weile her, dass ich Traktor gefahren bin. Okay, hier tun die Pedale nicht. Oh, der müht sich schon ab. Hier, Farming Simulator haben wir jetzt hier auch mit drin. Auch nicht schlecht. So. Ach, das sind die hinteren Lichter, sind jetzt auch an. Ah, okay. Ich würde gerne die Rundumleuchte, würde ich gerne anmachen. Warum kann ich jetzt nicht mehr die Kamera ändern? Habe ich die falsche? Ja, ich habe die falsche. Komm schon, fahr da hoch. Ja, ja, ein Stück noch. Nein, er kriegt's nicht hin. Ums Verrecken nicht. Womit soll man denn da hochkommen, bitte? Ey, stehen bleiben. So, wir haben hier ein Vehicle Config Tuning. Gibt's da was? Color. Da kann man die Farben ändern. Oder so. Ich weiß es nicht. Body. Was haben wir hier? Engine. Okay, die einzelnen Teile. Der rollt schon wieder weg. Nicht wegrennen, rollen. Ich muss mal anders hinparken. Das hat so keinen Wert. Ich will da jetzt hoch. Verdammte Axt. Und nicht wieder umkippen. Naja, wenn, dann wenigstens in Zeitlupe. So. Wärm. Wie zerstört man seinen sehr teuren Traktor? Wir sehen es hier. Doing. Doing. Okay, das. Da passiert nicht so viel. Ja. Ich habe schon wieder hier, die Stimme ist schon wieder am Versagen. Es ist auch schon wieder spät in der Nacht. Oder eigentlich früh am Morgen. Früh am Sonntagmorgen. Okay, bleib mal hier stehen. So, stopp. Stopp. Wir nehmen ein anderes Fahrzeug. Vielleicht kommen wir mit was anderem den Berg hoch. Mit einem Truck, mit einem Volvo. Ah, das ist, glaube ich, ein Bus. Vielleicht damit. Wer weiß. Oh, verschiedene Dinger. Das sind jetzt, das ist hier so ein Originalding. Von Mr. Bean, das kleine Dreirad. Ein 600M, der wird wahrscheinlich ordentlich Power haben. So viel Power, wie so ein Dreirad halt haben kann. Nein, der kommt auch nicht da hoch. Oh, schickes Kennzeichen, gefällt mir. Losso. So, dann fahren wir halt mal mit dem die Sprungschanze runter.
So. Oh, er hat ein Ersatzrad da unten dran. Falls das Rad mal abfällt. Das Ding ist auch mehr Plaste. Und mit und Rahmen als sonst irgendwas. Oh. Upsa. Ja, Rad ist noch dran. Alles noch gut, der fährt noch. Oh ja, gut, im Moment fliegt er gerade mehr, als dass er fährt, aber... Was fliegt da davon? Spiegel? Ne, der hat keine Spiegel. War was anderes. Oh, schöner Auerberger Salto. Bam. Auerberger vor allem. Oh, ich glaube, wir brennen. Der Treibstofftank dürfte sich entzündet haben, so wie das aussieht. Ich kann das Ganze mal beschleunigen. Ja. Da hat sich definitiv der Treibstofftank entzündet. Aber die Karre, die fährt noch. Mit der kann man sogar noch driften hier. Wunderbar. Sehr schön. Der fährt sogar noch geradeaus. Ich glaube, ich spinne. Gut, wir verlieren jetzt hier ein bisschen brennenden Sprit, aber das macht ja nichts. Ja, ganz schön schnell, das Teil. So, plopp. Weg mit dem Feuer. So, dann versuche ich jetzt mal mit Schwung da hoch zu kommen. Nein, wisst ihr was? Wir haben da auch noch was Feineres. Jetzt machen wir es mal richtig. Porsche 911, Lamborghini Gallardo. Ich nehme als erstes den Gallardo. Wenn wir mit dem nicht da hochkommen, dann mit gar nichts. Oh, in Chrom. Oh, jetzt werdet ihr sagen, oh, zeig doch mal, zeig doch mal. Ja, ich zeig doch mal. Guck mal, ja. Hm. Nicht ganz so hundertprozentig detailliert. Ah, der Innenraum schon. Sieht schon sehr detailliert aus. Hier diese lustigen Schalter mit ihren Trenndingern. Also wer schon immer mal in den Lambo reingucken wollte, so sieht's da drin aus. Hier schönes großes Display. Navi und so weiter. Hier die Anzeigen. Öltemperatur, Öldruck, nee, Batterieversorgung. Doch, Öldruck, Öltemperatur und Batterieversorgung. Ja, Drehzahlmesser, Tank, Tacho. Ja. Und sonst. Recht schick. Gut. Gehen wir auch wieder raus. Und jetzt nehme ich mal hier. Oh, das ist noch die falsche. Jetzt hole ich mal ein bisschen Schwung. So, und jetzt geht's da hoch. Aber mit Vollgas. Oh, 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 oh. Okay. Bisschen schwierig zu kontrollieren, die Kiste. So, ohne durchdrehende Räder. Lenkt sich's deutlich besser. Der hat, soweit ich weiß, auch Allrad. Oh, da unten ist noch eine Werbung. Die muss ich nachher auch mal noch zeigen. Naja. Ich würde sagen, damit kommen wir hoch, ha? Ach, da geht's noch viel weiter. Gut, das ist jetzt blöd. Denn jetzt liegen wir gleich wieder ganz unten. Bremse. Gut, ich kann mich wieder hierher zurück teleportieren. Sehr schön. Ich glaube, das sollte ich auch so belassen. So, das mal vielleicht ein bisschen langsamer zum Schluss. Leichter gesagt als getan. Oh, 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 oh. So. Okay, so geht's auch. So, jetzt einmal wieder neu machen. Hätte doch gelacht, wenn wir da nicht bis ganz nach oben kommen, oder? Ah, jetzt verstehe ich auch den Sinn der Sprungschanze. Klar. Oh ja, das wird lustig.
Und wir haben auch schon wieder 20 Minuten erreicht. Und der Timer rasselt, aber das geben wir uns noch. Lamborghini im freien Flug. Da steht schon einer. Ist ja lustig. Guten Tag. Na du? Was bist denn du für einer? Ich kann nicht mal richtig anhalten hier. Hier gab's doch auch einen Leerlauf. Ich weiß noch nicht mehr, welche Tasche das war. Ich glaube Shift? Nee. Okay. So. Und dann würde ich sagen, hier noch ein schönes Bild, wie er aussieht in ganz, in komplett. Was steht da hinten drauf? Okay, ihr seht's, ihr könnt es vielleicht lesen. Ich kann es schwer lesen, so kann man es besser lesen. BeamNG Mods, vk.com, BeamNG Mods. Da könnt ihr euch die Mods runterladen. Offensichtlich. So, dann würde ich sagen, lass mal nochmal fetzen, den guten Lambo. Ein Stier, dem Flügel verliehen werden. Wie heißt so schön, Red Bull verleiht Flügel. Und dieser Stier lernt jetzt ausfliegen. Wenn ich nicht vorher wegdrifte. Oh. 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 Ja, 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 ja. Sehr schön. Haha, und die Zeitlupe. Hier nochmal schön der Unterboden. Wunderbar. Ja, das gibt eine Pollandung. Ui. Ich glaube, das ging auf den Motor. Und regt er sich auf? Ja, er stellt sich hin. Sehr schön. Boing. Okay, wir sind immer noch sehr schnell, wie ich sehe. Ey, der Spiegel ist noch dran. Das geht ja gar nicht. Da hinten fliegt die Stoßstange, aber der Spiegel ist noch dran. Ja. So sieht eine Pollandung aus. Ein bisschen verzogen der Rahmen, könnte man meinen. Falsch. Das wollte ich. Und man sieht, so ein Lambo fährt auch auf dem Dach noch schnell. Okay. So, und mit diesem schön schaukelnden Lambo, der sich hier mal vor lauter Schöpfung auf den Rücken gelegt hat, tun die Lichter überhaupt noch? Ja, die Lichter scheinen noch zu tun, aber ich glaube, es sind keine Scheinwerfer mehr drin. Naja, ist ja auch egal. Mit diesem schönen Lambo, der Stier, der sich auf den Rücken gelegt hat, verabschiede ich mich in ein kleines Folgenpäuschen und wir sehen uns wieder, wenn es wieder heißt Time to Fun. Ehemals Time to Play, aber jetzt im Moment bei diesem Spiel Time to Fun, weil es einfach so viel Spaß macht. Ja, also bis dahin, wir sehen uns wieder. Macht's gut, ciao.